Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, lieber Kollege Fussem, lieber Kollege Middeldorf, wenn man sich Sonntag das landespolitische Magazin Westpol des WDR angeguckt hat und die Noten für das erste Jahr schwarz-gelber Verkehrspolitik und für den Verkehrsminister, dann wäre ich ein bisschen zahmer, was die vollmundige Rhetorik hier heute angeht, weil die Verkehrspolitik stand so ziemlich mit auf dem letzten Platz, was die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger nach einem Jahr schwarz-gelb angeht. Also zumindest beim nordrhein-westfälischen Bürger ist es noch nicht angekommen, was Sie hier an tollen Projekten seit einem Jahr umsetzen. Mag sein, dass die Bürger das alles noch nicht verstanden haben, was Sie, Herr Middelhoff, hier verkünden. Die Umfragewerte waren auf jeden Fall ausgesprochen miserabel. So, jetzt aber zum Thema des SPD-Antrages. Lieber Kollege Carsten Löcker, die Kritik, die Sie dir eben anhören mussten, trifft ja eigentlich nur die Grünen, ansonsten was die ideologische Verkehrspolitik angeht. Ich muss erst mal sagen, wenn ich mir den Antrag durchgucke, da stehen sehr viele Maßnahmen drin, die wir in der letzten Legislatur in 2,5 Jahren sehr intensiver ÖPNV-Enquete-Kommission fraktionsübergreifend damals mit den Piraten zusammen verabredet haben. Das war vor der Zeit von Herrn Middeldorf, da hat er noch im Kreistag gesessen und hat da seine vollmundigen Reden gehalten. Aber zumindest Kollege Fussem hätte es noch wissen können, dass, glaube ich, von den etwa 22 Maßnahmen, die in diesem, dass von den 22 Maßnahmen, Ich bin beim Kollegen Höhne heute ganz gespannt. Ich habe wenig geredet heute, aber es gelingt mir immer, ihn aus der Reserve zu locken. Das ist ja wirklich, muss mir ja ein Kunststück gelingen heute. So, also von den 22 Maßnahmen, die da aufgeführt sind, sind mindestens 20 fraktionsübergreifend in der Enquete-Kommission verabredet worden. So, also so ideologisch kann es ja nicht sein. Jedenfalls in der letzten Legislatur war das noch mit FDP und CDU auch Common Sense. Die in der Enquete dabei waren, wissen das auch. Was mir an dem Antrag fehlt, liebe SPD und lieber Kollege Carsten Löcker, er ist mir dann doch ein bisschen zu sehr SPNV und ÖPNV konzentriert. Ja, also viele Bereiche im Bereich Elektromobilität, Frage Verkehrsmix, Mobilitätsmix, Mobilitätsstationen, Verzahnung von Verkehrsträgern, Bereich Fahrrad, Elektromobilität, hier auch beim Fahrrad etc., das kommt leider gar nicht vor. So, wir werden das ja im Ausschuss entsprechend beraten, aber bei der Überschrift nachhaltige Verkehrspolitik, da hätte ich mir dann schon ein paar mehr Kapitel erwartet, als auf zwei Seiten ÖPNV-Vorschläge zu machen. Die sind zwar richtig, aber sie sind nicht hinreichend, wenn man den ganzen Bereich von Mobilitätswende auch diskutieren möchte. Ja, das ist ja gut, wenn wir werden es ja heute zur Überweisung entsprechend auch verabreden. Was mir auch nicht klar geworden ist, und das ist das Einzige, wo ich mal dem Kollegen Middeldorf von der FDP recht geben würde, der Vorstoß beim kostenfreien ÖPNV, der auf der ersten Seite erwähnt worden ist, da ist mir ehrlich gesagt nicht ganz klar, in welche Richtung ihr da wollt. Also, ist das eine Unterstützung des Vorschlags der Bundesregierung oder ist es eine Kritik? Ist es entsprechend aufgeführt? Was mir gut gefallen hat an dem Antrag ist, dass es eine klare Unterstützung für Hardware-Nachrüstungen gibt. So, und da hoffen wir doch, dass unsere neue Bundesumweltministerin, die ja lange hier dem Haus angehört hat, das in Berlin auch noch mal stärker zum Thema macht. Weil wir hatten ja hier eine gemeinsame Anhörung vor 3 Wochen. Grüner Antrag und SPD-Antrag zum Thema Mobilität und Frage Dieselfahrverbote und saubere Innenstadtluft. Und hier saßen alle Expertinnen und Experten und bis auf den VDA-Vertreter, alle, die hier saßen, Städte- und Gemeindebund, ADAC, Industrie- und Handelskammern, VCD etc., alle haben die Frage der Hardware-Nachrüstung unterstützt. Der Ministerpräsident kneift in der Frage, weil er das nachplaudert, was hier die Automobilindustrie zum Besten gibt und der VDA-Vertreter war der Einzige, der hier ausgestellt ist. Also da klare Unterstützung von grüner Seite. Wenn wir Fahrverbote verhindern wollen, und das wird ja das große Thema sein, was hier demnächst ansteht, lieber Verkehrsminister Henrik Wüst, wir sind ja aus der Debatte noch nicht raus, der Luftreinhalteplan Düsseldorf wird jetzt erarbeitet und die große Frage wird doch sein, wie wird verhindert werden oder wie kann verhindert werden, dass wir zu Fahrverboten kommen? So, das wird die nächste große Debatte sein, die im Herbst hier ansteht. Und da bin ich mal sehr gespannt, auch nach dem, was die Kollegen eben hier von CDU und FDP angekündigt haben. Große, wolkige Maßnahmenpakete. Also wenn ich mit unseren Kommunalvertretern spreche in Köln, in Düsseldorf, in Wuppertal, in Essen, dann wissen die aber noch nichts davon. Also die Gelder sind alle in Berlin zur Verfügung gestellt. Aber was davon abgerufen wird und was konkret eingesetzt vor Ort wird, das ist eine ganz andere Melodie. Und das wird eine Debatte, die wir hier im Landtag zu führen haben. Und da muss der Verkehrsminister Farbe bekennen. Ich habe mich heute Morgen durchaus gefreut, als ich aus meinem Bürofenster gesehen habe, dass er mit dem Fahrrad gekommen ist, auch mit Fahrradhelm. Das ist durchaus vorbildlich.
Aber es wird nicht ausreichen, dass unser Verkehrsminister Fahrrad fährt, sondern es müssen viele andere Menschen motiviert werden, den Verkehrsträger zu wechseln. Das mögen Sie von der FDP ideologisch finden. Wir halten das für die logische Konsequenz. Ich habe gestern noch mit Currenta zusammengesessen, einem der wirklich großen Unternehmen hier in diesem Land. Und der Geschäftsführer war sehr klar, wir wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren, das Auto stehen zu lassen. Wir werden alles tun über ein Jobticket und über mehr Fahrradmöglichkeiten, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Verkehrsträger wechseln. Da kann man das Unternehmen nur unterstützen. Bei der FDP, die ja angeblich so wirtschaftsnah ist, ist das noch nicht angekommen. Wir von grüner Seite unterstützen das und ich bin entsprechend interessiert oder bin gespannt auf die Debatte zu diesem Antrag im Ausschuss. Da steht nicht viel Falsches drin, aber es fehlt einiges. Vielleicht können wir dazu noch helfen, dass da ein paar Punkte noch aufgenommen werden. Danke für die, danke, Frau Präsidentin. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.